So Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Food Review. Nein, Shoe Review. Hier seht ihr den Nike Air Dreck. Ja, nee, also heute gibt es eine schöne Mischkiste, die mir die lieben Kollegen hier haben zukommen lassen. Hier, der Selfmade und der Pyro Explode. Ist auf jeden Fall eine richtig nette Geste, sowas feiere ich ja. Und gerade für euch, so eine schöne Mischung hier kann man ja immer machen. Also richtig bunt gemischt, geile Sachen dabei. Ich würde mal sagen, wir fangen irgendwie mit Cut 1 oder so an und arbeiten uns dann mal ein bisschen hoch hier. Oh. Ein Brummkreisel von Keller. Ein Brummkreisel. Und die sind gut. Also, sag dazu nichts. Jetzt bin ich dran. Ich bin dran. Die sind gut auf jeden Fall. No. Ja. Schön über die Sachen. Schön über die. So. Nee, hör auf! Ja, ey, bist du dumm? Was war das eigentlich? Ah, das war Funkfunk. Und jetzt machen wir Kobaltbombetten. Tim, du musst mir helfen. Ich schaff das nicht allein, ich bin klein. Von Nico sind wir jetzt verboten. Machen wir gleich bei. Na. Ja. Hast du deine Zuschuhe? Sind sowieso nicht so gut. Ja. Und tschüss. Da schmeißt das schon weg. Aber wir machen für zwischendurch mal ein bisschen Knall. Weko Flashbang, man kennt ihn. From the Lidl. From the Lidl. Also echt ein Segen, dass es die gibt. Der war schön. Geil. C. Jetzt ein D. D ist es. Dynamit D. Zünd mal an. LOL! Voll geil! Der war auch gut. Der war richtig gut. Mystery Balls! Sind die mit ja, mit Kügelchen. Vorsicht! Was? Die sind schön. Machen wir auch gleich alle. Ich habe sogar Piepen auf dem Ohren. Der eine ging nicht. Schade. Ah, der. Jetzt! Weko Kingsplay! Furwirbel! Ist dir kalt? Ja, ein bisschen. Oh Gott. Machen wir einfach mal random. Lol, wie klein. Ja, die sind wirklich süß, ne? Aber was die können, das ist geil. Guck mal. Ja, der geht nicht. Deiner geht. Hä? Da. Voll schön, oder? Ja. Boah, brennt ja gar nicht schnell ab, die Dunte. Das geht auch nicht. Die sind schön. Noch den. Ah, das war heiß. Ich liebe die, die sind schön. Ja, das ist die Luftheuler. Machen wir auch mal von mir aus. Wollen die mal so reinstecken hier irgendwo? Ja, hier eine Flashbang. Ach nee, wir stecken die nicht rein. Oder wir sind einfach kackenfaul. Hast du meinen Brenner? Nein. Leuchtkugelrakete. Wo ist mein Brenner? Ah, da! Okay, mach schon mal einen. Wir müssen die Leute unterhalten, die wollen ja was für ihr Geld. Ach, die haben ja jetzt gar keine Stiele mehr. Das ist ei. Komisch. Aber meiner hat einer, das ist sehr komisch. Was? Was? Warum hat der keinen Stiel mehr? Ja, die haben zu wenig Power dafür. Hör auf! Geil. So, das sind alle. Also, ja, das sieht gut aus. Was? Boah! Was ging da ab? Hier unser Strubbelkopf. Belichick ist auch dabei. Man sieht nur deinen Kopf. Also, ich würde mich jetzt nicht. Schwul. Hoch. Ja. Also, hier riecht nicht wirklich gut. Sag mal, was man jetzt. Nee, guck mal. Nimm das mal. Und ja, die mal sind von mir. Nee, nein. Ja, aber Schnauze jetzt. Nee, das ist ein zivilisiertes Video. Oh, tut mir leid. Entschuldigung, Entschuldigung. Hallo, das ist von deinen Kollegen hier, ne? Achso, ja, ja. Abonnieren. Könnt ihr mal auf der East German Büro Crew genau vorbeischauen. Hier oben verlinkt, kommt jetzt gerade rein. Ja, ja, genau, im Finger rein, ja. Was hast du denn da? Etwa eine Feis, was wird da? Ein Böller oder ein Vulkan? Ein Vulkan. Ich glaube, eine Fontäne. Hier hast du eine Matte, hier Dragon Banger.
mal vorbei. Die sind richtig geil. So, jetzt habe ich mir hier ein neues Maskottchen gesucht. Also jetzt ist nicht mehr Pyro-World am Zünden, sondern Schmetterlinge. Ja. Ja, Schmetterlinge. Mach mal die Schmetterlinge, Schmetterlinge, Pyro. Mal gucken, wie die aussehen. Nimm du dir mal noch einen? Schön, richtig schön. Mach mal gleich zwei. In der Hoffnung, die eben ab. Abgehoben. Was denn? Oi. Hä? Aber machen wir uns da noch die anderen zwei. Schöne Bodenwürde? Hä? Ja, warte mal. Jo, schöner. Was? Alter. Lol. Oi, was ging mit dem? Mal gucken, ob er das... Der andere auch. Lol. Aber wenn die abheben, sind die schön. Könnt ihr mir glauben. Ja, da hinten immer noch. Hä? Keine Ahnung. Was ist mit denen? Jetzt Lady Cracker und Bopie. Alle gleichzeitig. Mach ne? einfach aus der Hand alle wegschmeißen. Oder hinlegen. Genau. Oh, das hat man nicht wieder drauf. Das kann ich nicht wieder zensieren. Schön. Sorry. Danke dafür. Kein Problem. Ich hoffe, der Wind stört nicht, aber müsste eigentlich gehen. Mal gucken, was die eigentlich können. Keine Ahnung. Das ist der. Nein! Okay. Machen wir noch die eine hier. Auf jeden Fall eine richtig schöne Mischung, die Kiste. Naja. Nichts. Oh, der letzte war gut. So, ich wurde allein gelassen. Jetzt machen wir mal weiter mit dem Diamond. Komm her. Hinten noch zugeleimt. Harzt und vorne zugestopft, geil. Diamond ist eigentlich immer geil. Mal gucken, ob sie hier wieder dem Ruf gerecht werden, sag ich mal so. Ja, war ganz okay. Machen wir noch den einen hier. War eigentlich ganz solid. Jetzt machen wir noch zwei Bombenrohre. Das war ein Weko Flashbang und ein Thunder Kong Double Demolition. Den mach ich mal auf dem Boden. Und den Flashbang normal. Ich stell mal ein bisschen weiter weg. Ah, sorry, hab ich nicht so gut drauf bekommen. Jetzt Bo Peep. Von Nico. Böller B. Die waren ganz gut hinter mir gerade. Mama. Sieht ganz fein aus. Und Schmecker. Schmeckerhaft. Wollt ihr anzünden? Oh, warte, das ist gleich der nächste in meinem Video. Ich kann so viele Leute verlinken. Hier erstmal Bopi. Kannst du gleich mitzünden? Ja, mach direkt noch einen. Der ist geil. Und ich habe noch einen extra. Kommt gleich ein Highlight, Leute. Ja. Die sind geil. Das war die richtig geile Glitzerkaskade. Richtig geiles Ding. Oh Gott, mach mal. Also, Leute, jetzt kommen noch. Extra Artikel. Oh, da vorne werden gerade schöne Bilder gemacht. Sieht richtig fett aus. Kann da leider nicht hinfilmen vorne, weil die wollen ja nicht gezeigt werden. Let's go, Junge. Wird die schön? Die wird bestimmt schön, oder? Geil. Oh, geil. Geil, richtig geil, toll. Ah, die zieht. Oh, Ja. Wieder das haben wir dann, Freunde. Guck mal, jetzt auch geil. Oh, was? Heftig. Voll schön. Bauchempfehlung, aber die gibt's nicht mehr. Läuft. Jetzt ein Speedbird. Von Nigo. Nigo! Von Balloons. Von Balloons, der nicht geht. Perfekt. Geht er nochmal? Ja. Jo. Oh, der hat das Speed. Der ist auch ab. Der nächste im Video. Voll schön. Hier, der nächste im Video. Würden Sie sich mal kurz. Ich bin der Silvester-Fan.de und kauft Pyro-Extreme Merch. Hier, oben verlinkt. Hier, kauft den Merch. Und da Pyro-Extreme Merch. Da. Ja. Was haben Sie da? Einen Vulcan Fantasy von Pyro Art, genau. Cut 1 in EM 6,5 Gramm. Schön legal unterm Jahr, ne? Mhm. Und dazu noch in Tschechien, also das ist ja doppelt. Also, komplett safe. Also, Sicherheitsabstand. Sicherheitsabstand. Ich mach mal 5 Meter, Leute, also immer schön den Sicherheitsabstand. Und das Gesicht wegnehmen, ne? Genau. Nie, man weiß ja nie so. Ja, die sind geil. Und die funken wie die auf dem Boden. Ja. Alter.
1 Top. Und dann würde ich sagen, machen wir noch zum Schluss die hier. Die Mini-Knaller, ja! Von Weco mit dem 90er-Jahre-Logo. Der Rest ist jetzt... Habt ihr alle schon mal gesehen? Obwohl, Leute, warte mal. Wir machen noch den hier. Das ist von Pyro A zum Reibkopfknaller. Hier. Oh, was? Diesen? Okay, dann machen wir noch einen. Okay, noch einen. Die sind geil. Hätte ich es nicht gedacht. Schnipsel. Dann gucken wir mal hier rein. Raritäten vernichten. Oh, das ist eine Knallmatte, das ist gut. Ich dachte jetzt schon, dass du so... Was? Mit grauer Lute hier. Okay, dann... Das war's. Ui. Oh. Aua. Alter! Das war doch mal ein gelungenes Ende, Leute. Also, die war geil. Und dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall bei allen Dudes vorbei, die hier im Video waren. Und vor allem den netten Sponsoren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ja.